Ich habe mich aber weniger zu den 5 Tagen zu Wort gemeldet, sondern ich habe mich zu Wort gemeldet zu der angedachten Regelung, dass man die Quarantäne nur auf die Sitznachbarn und Nachbarinnen beschränkt und dass man Unterschiede macht zwischen unter 10-Jährigen, das macht man ja schon länger in der österreichischen Pandemiepolitik, und den über 10-Jährigen. Und beides ist schwer wissenschaftlich zu argumentieren. Bei der Verkürzung der Quarantänezeit kann man ja sagen, die Delta-Variante tut sich auch im Körper schneller vermehren. Und da merkt man schneller, ob sich jemand angesteckt hat oder nicht. Ob es genau die 5 Tage sind, da müsste ich selber auch nochmal in die Literatur gehen. Das traue ich mir nicht so ad hoc zu beantworten. Aber da gibt es schon einen wissenschaftlichen Hintergrund dafür. Den gibt es weniger, wenn es um die Sitznachbarn geht oder um die Unterscheidung Volksschulkinder oder Kinder Sekundarstufe 1 oder 2. Also Sie sagen, wenn, dann sollte nicht nur der Sitznachbar, sondern die ganze Klasse in Quarantäne? Naja, es ist, eins haben wir ja gelernt in der Pandemie, es ist eine aerosolübertragene Infektion. SARS-CoV-2 geht über die Aerosole und es gibt unzählige Fallbeispiele, die zeigen, dass sich Personen in Innenräumen über viel größere Distanzen anstecken. Übrigens auch in Schulklassen gibt es Fallbeispiele, wo man das nachgestellt hat. Das heißt, will ich die Kinder schützen, ich habe einen positiven Fall und mache ich keine zusätzlichen Maßnahmen, das wäre nämlich die Alternative, dann muss ich aus wissenschaftlicher Sicht, gibt es sicher noch andere Perspektiven, aber muss ich die ganze Klasse in die Quarantäne schicken. Alternativ könnte ich aber auch sagen, ich mache eine FFP2-Maskenpflicht, wenn ich einen positiven Fall habe, und teste sofort alle Kinder mit PCR ohne Pooling, um hochsensitiv zu sein. Sehe gleich, hat sich wer angesteckt, und wiederhole diese Testungen zumindest alle 48 Stunden und behalte die FFP2-Maskenpflicht für, sagen wir, 10 Tage. Dann könnte man sich überlegen, aus wissenschaftlicher Sicht auf die Quarantäne zu verzichten, in dieser Kombination Maskenpflicht und hochfrequentes PCR-Testen. Also so könnte man dann die Quarantäne umgehen, was natürlich für die Eltern auch eine Erleichterung darstellen würde. Ja, es wäre für die Eltern eine Erleichterung, auch für die Wirtschaft. Da geht es ja auch viel drum, Betreuungszeiten, Arbeitskräfte und auch vor allen Dingen aber ein Infektionsschutz für die Kinder. Es geht ja darum, die Kinderimpfung wird es bald wahrscheinlich geben. Also die Daten kommen ja jetzt noch im September und alle Signale, die man hört, sagen, das schaut gut aus. Das heißt, wir wollen ja auch die Kinder vor einer Infektion schützen, die doch eines von 3.000 bis 4.000 infizierten Kindern schwerst erkranken lässt an MISC und also dieser Multi-Entzündungs-Organsyndrom-Erkrankung, die nach Covid kommt und wo die auch in die Intensivstation oft müssen. Und ich nehme immer gerne als Beispiel AstraZeneca her mit der Impfnebenwirkung Hirnvenenthrombose, 1 von 100.000. Da haben alle gesagt, na, ich will mich nicht mehr mit AstraZeneca impfen lassen. 1 von 100.000 ist mir das Risiko zu hoch. Bei den Kindern 1 zu 4.000 sagen wir, ja, das kann man durchlaufen lassen. Das finde ich nicht richtig. Kommt noch Long-Covid dazu und viele andere Aspekte. Auch, dass die Kinder das natürlich auch verbreiten, auch in die zum Teil ungeimpften Familien hinein. Haben schon 700 Kinder in Österreich einen Elternteil verloren durch Covid. Das sind ja alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Also mein Plädoyer wäre, sinnvolle Quarantänemaßnahmen für alle oder entsprechende Schutzmaßnahmen, Testen und Maskenpflicht in den betroffenen Klassen. Aber Sie sind auch jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, können es zumindest befürworten, dass die Schulen auf jeden Fall geöffnet haben unter den derzeitigen Sicherheitsbestimmungen. Wie finden Sie denn das aktuelle Sicherheitsregime in den Schulen mit dieser 3-wöchigen Sicherheitsphase? Im Westen haben die Schulen ja jetzt erst am Montag begonnen. Ja, also natürlich bin ich für offene Schulen, auch als Vater, aber natürlich als Wissenschaftler, als Mitglied der Gesellschaft, jedem ist bewusst, wie wichtig offene Schulen für die Kinder sind. Aber wir können sie nur offen halten, indem wir die richtigen Schutzmaßnahmen machen, außer wir nehmen halt eine Durchseuchung der Kinder in Kauf. Und darum plädiere ich dafür, dass man die Kinder optimal schützt. Da wird einiges gemacht. Österreich war der Vorreiter letztes Jahr mit den verpflichtenden Antigentests. Und das Virus entwickelt sich, wird immer ansteckender. Und wir müssen uns auch entwickeln. Und wir entwickeln uns am besten, indem wir bessere Tests nehmen. Die Antigentests übersehen viele Infizierte und Infektiöse. Das tun die PCR-Tests nicht. Und darum hat die Wissenschaft schon im Frühling darauf hingewiesen, dass man im neuen Schuljahr doch möglichst oft
dreimal die Woche mit PCR testet, dann erübrigt sich eigentlich diese Diskussion. Also wenn man alle Schulen regelmäßig PCR testet und das vorbereitet hätte über den Sommer, kann man diese Diskussion eigentlich ad acta legen. Da sind wir jetzt nicht. Jetzt muss man halt irgendeine Zwischenlösung finden, die Kinder möglichst gut schützt. Also Sie würden sagen, alle drei, also dreimal in der Woche ein PCR-Test, dann könnte man sich alle anderen Dinge sparen und auch alle Folgen wie die Quarantäne. Aber noch eine Frage zu den Impfungen für die Kinder. Also jetzt wird definitiv geprüft, ob auch unter 12-Jährige geimpft werden können. Wie schnell, wenn jetzt diese Genehmigung kommt, kann das dann passieren? Das müssen die zuständigen Behörden natürlich entscheiden, wie schnell das geht. Gibt es ja auch Notzulassungen in den USA. Rechnen Sie eigentlich damit, dass das noch dieses Jahr passiert? Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das in Europa dann auch nicht viel länger dauert. Und dann haben wenigstens die Familien, die das möchten, die Möglichkeit zu sagen, wir schützen unser Kind durch eine Impfung. Und das ist dann eine ganz andere Situation. Herr Dr. Wagner, ich wollte auch noch auch eben noch zurückhaltend sein, weil es ist ja ein bisschen unglücklich, wenn man jetzt sozusagen immer auf die Krankenhausauslastungen schaut und auf die Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung, dann übersieht man, die Kinder unter 12 sind noch gar nicht geimpft und deren Infektionszahlen sind ja viel höher. Sehen wir ja jetzt auch schon klar, die einzig ungeimpfte, komplett ungeimpfte Bevölkerungsgruppe, die muss man natürlich speziell betrachten und auch die Maßnahmen in den Schulen am Infektionsgeschehen in der Gruppe orientieren und nicht am Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung.